Dezember 2015. Mit den beiden Shows in Berlin und Köln krönen Freiwild ein Jahr der Superlativen. Mit dem Album Opposition haben sie alle bisherigen Rekorde gebrochen. Sie haben Spitzenplätze in den Charts erobert, Goldauszeichnungen erhalten, vor insgesamt mehr als 200.000 Menschen gespielt und nebenbei die beiden größten Hallen Deutschlands ausverkauft. Die Südtiroler sind genau da angekommen, wo sie Kritiker niemals haben wollten und Fans hinkatapultiert haben. Auf dem Deutschrock-Olymp. Egal ob wir dafür zugrunde gehen, denn wer nicht kämpft, kann nur verlieren. Egal wie weit, egal wie lang, egal wohin das Herz uns führt. Unser Weg ist kein geschenkter Lohn. Willkommen bei der Leck und seinem Arsch, Rock und Opposition. Doch die Früchte, die Freiwild im Jahr 2015 ernteten, wurden viele Monate früher gesät. Wer du bist, woher du kommst, woran du glaubst, ist mir egal. Direkt nach den beiden ausverkauften Shows in der Frankfurter Festhalle zogen sich die Deutschrocker für ein Jahr aus dem Musikzirkus zurück, um sich in dieser Zeit voll und ganz auf die Produktion eines neuen Albums zu konzentrieren. Gemeinsam mit ihrem Produzenten Alex Lysjakow und Jörg Wartmann schloss sich die Band hinter den Mauern ihres heimischen Tonstudios ein und arbeitete nahezu täglich an der Entstehung des neuen Materials. Schon kurz vor Beginn der Produktion zeigte sich, dass die Entscheidung, ein freiwilliges Sabbatjahr einzulegen, genau zur richtigen Zeit kam. Die Band ist so kreativ wie lange nicht mehr. Mit der nötigen Konzentration und Liebe zum Detail arbeiten die vier Musiker mit aller Ruhe an den neuen Ideen und können schließlich nach 6 Monaten intensiver Studioarbeit auf über 30 brandneue Titel blicken. Weil ihr gerne Kriege führt, weil ihr schon wieder Hass vor Liebe stellt, weil ihr strategisch lieber folgt. Ein Soldat für den Befehl marschiert, weil Propaganda funktioniert und ihr schon wieder nicht aus Fehlern lernt, aber dennoch ignoriert, dass ihr die Menschlichkeit verliert. Kurzerhand wird der anstehende Release zu einem Doppelalbum umfunktioniert, um den Fans ein mehr als wertiges Produkt zu bieten. Doch davor musste noch der richtige Titel für das neueste Werk gefunden werden. Und diese Suche wurde zur schwierigsten Namensfindung in der bisherigen Bandgeschichte, bis schließlich Opposition einvernehmlich das Rennen machte. Das ist ja jetzt nicht eine rein politische Opposition oder sonst was, vielmehr ist es die Opposition, das Maul aufzumachen, da wo andere schweigen zum Beispiel, irgendwo einen Kontrapol zu stellen und gleichzeitig auch mit dem Albumtitel den Inhalt schon mal interessant anzukündigen, muss ich jetzt sagen. Am 12. Dezember 2014 ist es dann endlich soweit. Freiwild präsentiert ihre erste Single namens Wir brechen eure Seelen. In dem Song rechnen die Südtiroler gewohnt hart mit ihren Kritikern ab und lassen keinen Zweifel daran, dass sie auch bei ihrem neuesten Album kein Blatt vor den Mund nehmen. Zurück, schon seid vorbei, auf den Kampf oder ins Glück, Pixar United passt am besten zu. Die nach neuem Material dürstende Fanbase ist absolut begeistert und katapultiert den Song auf Platz 8 der deutschen Singlecharts und damit zur erfolgreichsten Singleplatzierung der Bandgeschichte. Was für ein Aufschlag! Doch dieser Erfolg sollte nur der Anfang sein für etwas viel Größeres. Der Release des Albums Opposition wird zur absoluten Liebesdemonstration der freien und wilden Fangemeinde. Die CD schießt von 0 auf 1 in die deutschen Albumcharts und erreicht zum ersten Mal auch die Pole Position in Österreich. Ein Erfolg, mit dem wohl auch die kühnsten Optimisten nicht gerechnet hätten. Mit dieser Bestätigung im Rücken konnte die Band nun beruhigt in die dazugehörige Tour starten. Stolz drauf, dass wir so ein hochmotiviertes, gewilltes Publikum haben, was uns jedes Mal wieder aufs Neue einfach beweist, dass es schon Songs sind, die wir spielen, die den Menschen was geben. Und das geben wir uns oder geben die Leute uns zurück. Und deswegen freut man sich dann auch hinterher, wenn man
so wie jetzt entspannt ein Bier trinken kann und einfach denken kann, wow, das war schön. Vergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. So manche Band, die sich nach einer ausgedehnten fünfwöchigen Tour erst einmal eine Zwangspause verordnet hätte, um diese unbeschreiblichen Adrenalin- und Emotionsschübe in Ruhe zu verarbeiten. Nicht so Freiwild. Direkt nach Beendigung der Tour ging die Band erneut ins Studio, um sich sofort wieder dem Schreiben neuer Songs zu widmen. War es der Versuch, das gerade Erlebte direkt zu verarbeiten oder die einzige Möglichkeit, das kreative Biest in den Köpfen der vier Musiker zu bändigen? Es war wohl eine Mischung aus beiden, die Südtiroler wieder in die heiligen Räume ihres Tonstudios trieb. An Gott, manche werden schon tot geboren und sie kriegen's auch nicht gedreht, es zu erkennen, dass da noch was in uns lebt. Nenn es Gewissen, nenn es Stimmen, nenn es Seele oder Herz, denn eins ist sicher, wir erkennen Mut und Böse, Glück und Schmerz. Jeder trachtet nach dem Guten, will für sich dieses Gefühl, will Anerkennung, will die Liebe, und so beginnt auch dieses Spiel. Das Gefühl, mal hasse das Gefühl. So spielen wir dieses Spiel, dass ich Leben, Leben, Leben nennt. Es ist die Sehnsucht, die jeder kennt. Wollen wir nur wissen, oder dazu auch glauben, wir sagen, wir fühlen mit uns am Herzen und nicht mit unseren Augen. Mit enormem Rückhalt ihrer Fangemeinde ausgestattet und durch die Rufe nach weiteren Konzerten angespornt, treiben Freiwild im Sommer 2015 die Vorbereitungen zu ihrem bisher größten Projekt voran, dem Release der Opposition Extreme Edition und die dazugehörigen Xmas-Shows in den beiden größten Konzerthallen Deutschlands. Armee durch alle Stürme, entschlossen hochmotiviert, dem Feind die Stirn, dem Freund die Hände. Nicht fremd, mein Herz regiert. Es ist der Glaube an uns alle, mehr als nur Faszination. Vom Leben geschenkt, mit Blut geschrieben, eine Deutschrock-Religion. Auf gefährlicher Mission, eine Religion. Und du bist Tochter, du bist Sohn. Eine Freundschaft, eine Diese bisher größten Konzerte der Südtiroler beweisen endgültig, dass Freiwild in der Champions League der bekanntesten Künstler des Landes angekommen sind. Knapp 30.000 Menschen feiern die beiden ausverkauften Konzerte in Berlin und Köln und lassen sowohl Fans wie auch Kritiker sprachlos zurück. Also es war echt geil. Also es war so zum Jahresabschluss somit das Beste, was wir erlebt haben. Gab es ein Highlight für dich? Jedes Lied. Bis auf die Pausen, aber jedes Lied, ja. Hast du ein Lieblingslied? Jedes. Tatsächlich jedes? Ja, jedes. Ohne dich bei mir, das hat mir wirklich, muss ich wirklich sagen, habe ich fast angefangen zu weinen. Echt? Ja, da habe ich echt angefangen zu weinen, ohne Scheiß. Sie ist Zeuge. War aber echt so. Da hielt er mich fest und ich nur so, okay, was ist los? Und er musste echt fast weinen. Es war sensationell heute in Köln. Ist eigentlich nicht mit Worte zum Fassen und ich kann gar nicht mehr sagen, beim ersten Freiwilligkonzert da heute und danke, so eine Arena, so eine Show, mir fehlen die Worte. Extreme, wa? Extreme, richtig. Extreme fehlen mir die Worte. Ich habe 2 Bier, die Show ist rum und es war geil. Waren die 2 letzten Shows für dieses Jahr? Ja, leider. Aber auch schön, dass alles so wunderbar geklappt hat, wie wir es uns eigentlich erträumt haben. Und wir sind mega stolz und absolut glücklich. Und jetzt freuen wir uns auf einen guten Rutsch und auf ein schönes neues Jahr. Das Jahr 2015 war insbesondere für mich ein ganz besonderes Jahr. Aus musikalischer Sicht. Und zwar, ob man es glaubt oder nicht, wir hatten ja vorher
das Auszeitjahr. Und ich wusste, dass ganz, ganz viel auf dem Spiel steht. Weil wenn du nach dem Akustikalbum kommst, dann brauchst du ein richtig geiles Rockalbum. Und klar, da waren ein paar ruhigere Nummern auch mit drauf. Und wir wollten irgendwie die Schere kriegen zwischen typische Freiwild-Songs sozusagen, wie man sie von früher her kennt, neuen Kreationen und eben auch Songs, die einem persönlich beschäftigen. Das sind halt Balladen. Dann kam das Album auf den Markt und Erfolg war da und die Konzerte waren groß und die Tour war super. Und das hat irgendwie alles besser funktioniert, als ich es mir erträumt hätte. Und deswegen war es super. Es war ein anstrengendes Jahr, aber auch mit viel Erfolg. Und deswegen ist man ja auch jetzt am Jahresende sehr zufrieden und glücklich. Und das ist alles, mit diesem Abschluss noch, dann was will man mehr. Und nächstes Jahr ist ja nun euer Jubiläumsjahr. Da steht wahrscheinlich auch viel an. Ja, wir haben ja schon jede Menge geplant. Eine Tour wird es geben, dann Album wird es geben, Festival wird es geben. Wir wollen natürlich auch nicht zu viel verraten. Ja, eben. Aber wer uns kennt und weiß, dass wir immer was machen, also ergo, kann man ja daraus schließen, dass auch was kommt. Nochmal für alle, die hier waren, für jeden Einzelnen ein sehr großes Dankeschön und einen super Rutsch ins neue Jahr. Und vielleicht sehen wir uns dann im März, April bei der nächsten Tour. Ich würde mich freuen. Nach dem erfolgreichsten Jahr der bisherigen Bandgeschichte nahmen sich Freiwild zum Jahreswechsel ein paar Tage Auszeit, um 2015 nochmal Revue passieren zu lassen. Doch die Stille wird nicht lange währen, denn für das Frühjahr haben die Südtiroler eine weitere Tour angekündigt, bei der sie nochmal ausgiebig ihre gerade erst erschienene Opposition Extreme Edition vorstellen wollen. Eine edle Metallbox, die für jeden der 130.000 Besucher der Oppositionstour ein Must-Have in der Freiwild-Sammlung darstellt. Die drei CDs, zwei DVDs, Hidden Tracks aus dem Pult brennender Konzertsäle und ein 60-seitiges Hochglanzbooklet dokumentieren eindrucksvoll die erste Ära in der Legislaturperiode der Freiwild-Opposition. Wir noch lange zu uns selbst zu diesem Leben, die einer stecken in ihrer Asche. Für alle Kritiker muss es wie eine Drohung klingen und für alle Fans wie Balsam auf der Seele. Denn Freiwild haben auch 2016 einiges vor. Die kommende Tour im März und April, diverse Festival-Shows und natürlich die Feiern zu ihrem 15-jährigen Bandjubiläum. Die Zeit in der Opposition hat also gerade erst begonnen.